Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 6. Wir sind immer noch hier in der Schattenwelt unterwegs. Ein paar Hunden mal vorbeischaffen. Ja, also das, die Maschinenpistole, wenn die feuerte, wäre es okay, aber so ist die halt echt viel zu schwach. Sehr gut. Mehr Munition für die Schrotflinte. Und ja, wir nennen uns den Mindflayer. Scheiße. Bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Dann los. Netter Versuch. Komm zu deinem. Tasche. Komm doch hier, Luschen. Sehr schön, sehr wichtig. So, weiter geht's. Wir müssen zu den Höhlen. Okay, da geht's dann wohl runter. Ah, unheimlich das Ganze ja schon. Muss man sagen. Haben sie echt gut hingekriegt. Da muss vielleicht rausgehen. Gemütlich. Chorizo. Nein, 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 nein. Chorizo. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Bringen wir dich hier raus. So. Nun brauchst du nur noch ein Bad. Chest, ich habe Chorizo, aber er ist schwer verletzt. Keine Sorge, ich transportiere den Kleinen. Sicher? Wir reden hier nicht von Kisten. Ziemlich sicher. 60-40. Dein Ernst? Okay.
Teufel zufrieden! Okay, Abflug. Na, die Polizisten durch, sehr schön. Nee, stimmt, das war der Groß, war der Demogorgon und das war jetzt hier der Mindflayer, der Kleine da. Oder? Ist er ein bisschen hier? Na, ihr? Ja, bin dran. Hier ist jemand. Du musst dich ergeben. Na sowas. Der Verschollene. Was lässt es hin? Ah ja, die Russen. Danke. Danke, Jungs. Ihr macht das wunderbar. Sehr schön. Schwester, ich bin auf dem Weg. Charlebock ist nicht froh, dass wir deinen Hund haben. Es hat mehr Pukli geschickt. Pika. Ich muss hier raus. Ich seh's. Ich hab einen Plan. Ist das ein guter Plan? 60-40. Beeil dich. 60 zu meinen Gunsten? Chest? Ach, verdammt. Ja, das wurde nicht besiegt. Da ist er wieder. Ah gut, hier sind dann... Gut, hier sind dann immerhin die Russen. Sehr gut. Haut rein, Jungs. Ihr macht das schon. Ich glaube an euch. Hi. Au. Tatsächlich hast du mich aber erwischt. Aber keinen Schaden gemacht. So, auf. Dani, jetzt zum Bunker. Sofort. Glaub mir, ich versuch's. Genau, ich mache die ganze Zeit nichts anderes. So, Feuer frei. Das lohnt sich noch nicht. Wir sollen euch auch töten, oder wie? Scheint so. Jetzt explodiert das Ding, okay. Da ist doch noch eine Waffe drin. Was? Chest, die haben die Bunkertür verschlossen. Kannst du sie öffnen? Verdammt! Ich kann es versuchen, aber das dauert. Und ich spüre, dass noch mehr Kukli kommen. Klasse, genau was ich jetzt brauche. Sie dürfen das Portal nicht erreichen, Dani, wenn sie durchkommen. Ist Yara erledigt, ich weiß. Du hast hier nicht zufällig noch ein paar Waffen rumliegen, oder? Nett. Sieh dich um, vielleicht haben die Soldaten etwas zurückgelassen. Sehr tatsächlich. Okay, jetzt kann ich dran. Alles klar. Mhm. Ach, jetzt wird's interessant. Zeig, was du kannst, Charlebock. Ja, mit blöden Hunde komme ich halt nicht hin. Ja.
Ich muss sagen, der Flammenwerfer ist auch nicht so gut, wie ich erwartet habe. So, ich habe hier niemanden, der mich irgendwie retten könnte. Das ist alles nur Zeitverschwendung, liebes Spiel. Ja, erst die Hunde liegen und dann gehen wir ins AMG. Ich glaube, das ist sinnvoller. Zeig, was du kannst, Chernobog. Da werden wir jetzt auch wieder Munition. Cool. Scheint so, ja. Scheiße. Noch mehr von den Dingern. Und dummerweise halt auch in der Ecke, wo ich doch ein Geschütz habe. Okay. Schweinchen. Kommt einfach nichts an die Schrotflinte ran. Es kommt immer mehr. Danny, wie geht es dir? Sag an, bring mich verdammt nochmal hier raus auf Russisch! Gute Chemie nach Jena Züger. Mach einfach die verdammte Tür auf! Ich sag Bescheid, wenn ich es geschafft habe. Wusch. Geh von dem Ding weg. Danke. Sehr gut. Bitte. Okay, jetzt werden es richtig viele. Bitte mehr Feuer.
Natürlich noch Krokodil. Danny, die Bunkertür ist offen. Ich bin vor der Tor, bin nämlich am Arsch. Du kannst es nicht töten, Danny. Komm her, ich muss das Tor schließen. Gut, ich hoffe, du hast das Bier kalt. Da, komm heil zurück und dann feiern wir. Lauf, Danny, deine Waffen haben keine Wirkung. Alles klar. Lass mich in Ruhe. Ich muss das Tor schließen, Danny. Schnell. Immer weiter. Wände halten El Devorador nicht auf. Das ist ja gut. Hallo? Oh, Scheiße! Scheiße! Dadurch bitte? Blitzer. Immerhin kann man sich hier mal wehren, das ist schon mal. Fast geschafft. Ein ziemlicher Vorteil. Endlich. So, einmal noch geheilt. Wahrscheinlich müssen wir es jetzt nochmal schließen. Also hast du Juans C4 gestohlen. Da. Ist für die Quinceañera. Das wird ja eine höllische Party. Glaubst du, das verschließt das Portal? Schätze, ja. Ich bleibe hier, um sicher zu gehen. In diesem Drecksloch? Und was ist mit den Cervezas? Tja, man kriegt im Leben nicht immer, was man will. Sicher? Conyo, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Cerveza. Chorish. Du bist unverletzt. Siehst gut aus, Kumpel. Hol ihn dir, Junge.
scheiß Kabel. Ich brauche was Stärkeres. Hast du Wodka? Okay, das war echt witzig. Sehr, sehr schön gemacht. Gut, dann will ich jetzt gerade mal die Dings noch abschließen. Aber wir sind ja unten wieder. Okay. Den Einsatz von den Banditen und dann... Was mit der Aufnahme ist ja schon. Die ich eigentlich nur kurz deswegen jetzt nochmal angestoßen habe. Wieder beschäftigt? Schickt er dich, damit du mir hilfst? Das auch. So. Das sind noch 5 Minuten. Okay. Dann wird es eine etwas längere Folge. So. Was machen wir denn? Ah, Geld haben wir ja. Dann nehmen wir das mal mit. Medizin haben wir ja auch mehr als genug. So, Tricksen 85. Wird schon passen. Na guck. Auch wenn wir 2 verloren haben. Sehr gut. Genau, das machen wir dann gleich. 23 weitere. Gordon ist nur ums Geld. Er hat bekommen, was er verdient. Ich kann eine Säge bedienen, also glauben Sie, ich kann alles. Genau, ich glaube, das war ja die. Das wäre, glaube ich, die Dings. So, haben wir hier eigentlich noch irgendwas Interessantes? Brennende Gegner. Kopfschuss. Ja, gerne. Das nehme ich auch noch mit. Das ist ja echt nicht schlecht. Ja, und das passt ja super dazu. Leiser bewegen.
Sehr schön. Okay. Mir fällt gerade ein. Mir keine einzigartige mit Schalldämpfer, oder? Allerdings macht die noch ein bisschen mehr Schaden. Obwohl doch, die hatten Schalldämpfer, ne? Ja. Ja, ich bleibe aber, glaube ich, tatsächlich dabei. Da müssen wir es eh nochmal umstellen, sehe ich gerade. So. Dann, das war das Gewehr. Ah, ich muss es, glaube ich. Arsenal umstellen, ne? Ja. Gut, dann ja, behalten wir die, obwohl die halt Level 1, aber ist zumindest Schall gedämpft. So, du nochmal. Die wird auch Schall gedämpft. Gehen wir all in, aber macht halt deutlich weniger Schaden, aber ist halt auch eine Maschinenpistole. Kathedrale. Und Verladehöfe. Wir gehen hier voll auf leise und schallgedämpft, glaube ich. So. Das können wir vielleicht das nächste Mal angehen. Ihr seid durch. Genau darauf habe ich gewartet. Ich danke dir dann. Okay. Ja, Benzin kann ich abgeben. Dann gefangen nehmen. Ja, geben wir halt mal das gute Metall ab. Oh. Das versaut ihr mir dann. Stimmt, wir haben tatsächlich kein Metall mehr, fällt mir gerade ein.
Dann Informationen bitte. Alles klar. So, alles klar. Das war's dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Spaß. Ich weiß, dass Paolo viel mit dem Lager zu tun hat, aber wir brauchen echt mehr Hilfe. Ja, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.